Und schau mal, ob ich da was machen kann. Was ich höchstwahrscheinlich mit Nein beantworten kann. Doch, ich kann sie. Ich kann von der Flanke kommen. Natürlich genau nachladen. Wenn der gerade dreht. So. Das Bazooka-Team macht. Jasper! Feuer! So, das bringt nichts. Das Haus ist kaputt. Aufklärungsbericht. Wenn es euch interessiert, könnt ihr das wieder lesen. Das Bild gefällt mir. Es ist scheinbar eine Originalaufnahme. Das Scharmützel fand größtenteils an der Ecke Kloster Dreef und Wönselschestraat statt. Ach so, Kloster Dreef ist eine Straße. Ah, okay. Das ist hier scheinbar auch dazu gekommen. Könnt ihr auch lesen. Ich werde es wahrscheinlich dann auch lesen in der Aufnahme, wenn ich mir die anschaue. Ich bin nämlich so ein Schwein, ich schaue meine eigenen Aufnahmen immer Probe. Also immer ist übertrieben, aber fast immer. In 99,9% der Fälle. Oh, jetzt habe ich das periodisch vergessen. Wow, niemand ist dabei draufgegangen. Wow. Ich bin begeistert. Ja, das Angriffsteam ist tot. Bekanntermaßen. Jasper! Komm, mach den Raketenwerfer, ja. Der Raketenwerfer prallt an einer Ziegelwand ab. Da hinten ist noch so ein Geschützturm. Den muss man auch kaputt machen, damit die bösen Menschen nicht weiterhin böse sein können. So. Ich wollte schon sagen, der Letzte ist tot. Und habe mich gefreut, aber nö. Nö, natürlich nicht. Zu früh gefreut. Aber es macht Spaß, das muss man sagen. In dieser schönen Atmosphäre, das zu spielen, macht echt Spaß. Vor allem sind die Schauplätze recht abwechslungsreich. Vorhin war es so auf einer Wiese, schön grün, jetzt ist es so in den Häusern. Also in den Häusern ist gut. In den Häusern war es vorhin. Beim Part häuslicher Schusswechsel. Jetzt ist es auf den Straßen, auf den Wohnstraßen. Komm hoch. Du hast es nicht verdient zu leben. Beeilung! Hier rüber! Oh, mach Peng. Macht sie nieder! Ja, gut, dass sie so eine super tolle Deckung haben. Da kann man gleich dafür sorgen, dass sie sich nicht fortpflanzen. Bringt das irgendwas? Vielleicht, wenn das zweimal macht. Sperrfeuer bringt. Oh ja. Hey, du bist unter Beschuss! Der Dylan ist auch schon wert tot, scheinbar. Sonst gehen die Leute ziemlich aus. Von hier kann ich ihn nicht treffen! Der geht auch drauf. Neuaufnahme. Scheiße, wenn ich darüber springe, bin ich sowas von tot. Na, es ging. Aber die können den derweil unter Sperrfeuer nehmen. Weiterschießen! Ja, das hat ja funktioniert. Ah.
So, falls er um die Ecke kommt, ist die Maschinenpistole sicher besser als das Gewehr. Komm. Die. Just die, please. Come up. Come up. So, kurz gehustet. Deswegen hat er ein bisschen verzogen. Dann wird das schön realistisch, ist denn, wenn man ihn echt hustet, jetzt wieder auf. Ah, brav, ich schieße auf ihn und er springt von seinem Schutz runter. Das lobe ich mir. Sollte jeder Gegner so machen. Das würde mich freuen. Es würde mir nach solch Leuten gelüsten. Doch gibt es sie zu wenig. Jasper! Bleiben wir zusammen! So, ich bin die ganze Zeit geschlichen. Ich weiß gar nicht, ob ich das aktiv gemacht habe, beziehungsweise absichtlich. Passt. Mission erfolgreich beendet. Sorry, es ist nur mein Sohn Peter, er ist weg. Ich mache mir große Sorgen. Er ist mir gefolgt und ich habe ihn verloren. Es ist alles meine Schuld. Er hat meine Pistole, um sich zu schützen. Nicht, um sich zu rächen. Und dann hat er so ein seltsames Messer gezogen und wollte mich abstechen. Und was ist da mit dem Messer passiert? Und wohin jetzt? Hast du einen Jungen gesehen? Was? Ich habe gerade Nick gesehen. Sein Junge hat sich hier irgendwo verirrt. Ah, wir sind jetzt Babysitter. Oder nicht? Wie ich sich Red hier wohl fühlt. Mein Gott. Nicks Gesicht. Das Gesicht eines Mannes, der gerade seinen Sohn verloren hat. Manche Fragen kann man seinen Freunden im Leben nicht stellen. Wie war das, als du deine schwangere Frau verabschiedet hast und in den Wagen gestiegen bist? Was ist das für ein Gefühl, die ersten beiden Geburtstage deiner Tochter zu verpassen? Und wenn du vor ihrem dritten stirbst? Das ist der Boy. Er kann sich immerhin verteidigen. Oh, Operation Garden. Ich glaube, Operation Market war schon. Konzentriert euch mal kurz, Leute. Das ist die Karte, die der Holländer angefertigt hat. Sie zeigt ein Industriegebiet, das wir für das 30. Korps freiräumen müssen. Wilder hat gesagt, die Crowds sind über den ganzen Bereich verteilt. Und die Roten? Meine Fresse! Was machen die da? Die danken dir. Na, bitteschön! Das rote Gekritzel sind die deutschen Stellungen, die er gesehen hat. Vielleicht stimmen die sogar noch. Wilder hat auch gesagt, dass der vorgeschobene Beobachter des 30. zu uns kommt. Wir kriegen also Panzerunterstützung. Und dann sehen wir mal, ob wir den Jungen finden. Was ist das überhaupt für eine Geschichte? Sollen wir den suchen oder was? Wir sollen unseren Job machen. Er ist doch nur ein Junge. Bist du Baker? Redwood mein Name. Wir sollen euch helfen, damit ihr es durch die Scheiße hier schafft. Und damit der Weg für meine Jungs vom 30. sicherer wird. Ich mach, was du sagst, aber pass auf, dass ich nicht draufgehe. Nimm das hier, dann passiert uns nichts. Im Vergleich zu eurem US-Tommy ist es wie der auferstandene Jesus. Bereite den Weg für das 30. Korps. Ich glaube, es gab auch eine Stelle, wo man Panzer fährt. Aber es kann auch sein, dass ich das mit dem hier verwechsel, wo man ihm sozusagen den Weg ebnet. Mit Worten müsste sie sicherlich nicht töten.
Und scheinbar sind das Briten oder so. Weil sie gesagt haben, mit den US-Tommies. Dass die halt eher schlecht sind. Ihr habt es selbst gehört. Ich muss das nicht wiederholen. Deshalb gehe ich davon aus, dass das Briten sind. Vielleicht liege ich falsch. Das kann gut sein. Ha, wir haben wieder nur ein Team. Das ist eigentlich ganz angenehm, weil man dann das eine Team besser steuern kann und man vor allem genug Platz hat. Es war ja oft so, dass wir nicht wussten, wo wir die beiden Teams hingeben sollen. Hallo? Keiner mehr da? Korean! Antreten! Nobody there? Really? Really? Are you sure that there's nobody? Really? Ja. Ich habe letztens auch noch keinen einzigen Kilowall gefunden. Ich bin in Stellung! Vielleicht sollte ich. Gut, es ist mir jetzt nicht wichtig, aber. Ihr bleibt bei mir! Vielleicht sollte ich dann doch ein bisschen besser schauen, damit ich zumindest einen finde. Auch wenn es nicht mein Ziel ist. Das ist für euch! Korean! Schaltet sie aus! Das Feuer! So, da bietet sich eine Granate an. Achtung, ich werfe eine Granate! Das ist zu weit. Ja, das war ordentlich zu weit. Aber wie zum Teufel kann ich das schießen? Ich kann mich natürlich da dahinter verstecken. Aber dann können sie wahrscheinlich meine Beine treffen und ich kann das recht nicht schießen. Hinter dem Zäunchen kann ich mich gar nicht verstecken. Das würde auch nichts bringen. Ich brauche Deckung zum Nachladen. Alles klar. Ah, perfekt. Die Position ist gut. Dann hätten wir den Guy. Und den anderen Guy kriegen wir von hier. Verstanden. Ich halte die Deutschen in Schach. Baker, willst du dich erschießen lassen? Nicht unbedingt. Bist ein echter Glückspilz, Baker. Ich bin leer. Lade nach. Ich gebe die Deckung. Das war gut. Ich glaube, das war gut. Ja. Fein. Korean! Hierher, Männer! Fein ist das. Kommt alle sofort hierher! Aber pronto. Korean! Beeilung! Hier rüber! Auf dem Weg! Bewegung! Meine Position ist nicht gut! Ich bin in Position! Das hat echt mehr Durchschlagskraft, glaube ich, als die US-Thompson, die wir davor hatten. Korean! Hierher! Ich werde mir diesen kleinen Mistkerl schnappen! Ich bin da! Sie können nicht... Korean! Los! Da hinten sind sie. Da verstecken sie. Da verstecken sie sich, die feigen Säue. Die feige Sau, korrigiere. Alle Mann hierher! Los! Korean! Nein, nicht dorthin. Warum gibt es überhaupt die Möglichkeit? Warum? Ja, ich finde es schon gut, dass es die Möglichkeit gibt, aber trotzdem verkriegt man sie gleich. Mit dieser blöden rechten Maustaste. Es ist nur die Maustaste schuld. Ich bin so unschuldig, wirklich. Es ist nur die Technik. Kommt her! Ich bin da! Oh. Ja. So, die humanoide Besatzung ist hier schon einmal tot. Die auch gleich. Und die Panzer können sie jetzt getrost zerstören. Oh, das sind Freunde. Gut. So, die Frage ist,
wo müssen wir hin? Wahrscheinlich jetzt daher. Bewegung, los! Jetzt die schicke ich daher. Ich jogge mich daher. Jetzt kommt gleich der nächste dran. Dann nehme ich auch die Waffe. Komm. Unterdrückungsfeuer! Ich feuere! Gut, deine ist weg. Der bitte auch. Der bitte auch. Der bitte, 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 bitte auch. Mach schneller mit Nachladen! Gut. Corian! Beseitigt das MG! Wie sind eigentlich unsere Kollegen da durchgekommen, wenn da Dauerbeschuss ist. And Kilroy. Ah. Wie perfekt ist das? Perfekt umgangen. Perfekt. War's das? Ich bleib dicht an mir dran. Ich hoffe doch. Achso, müssen wir jetzt wieder raus, oder wie? Wo sehe ich, was zu tun ist? Sichere das Erdgeschoss. Ah, ja. Los, los! Roger, auf dem Weg! In Bewegung! Come up, dude, please. So, sichere das Erdgeschoss abgeschlossen. Sichere den obersten Stock. Hier rüber. Wie komme ich da hin? Das ist Frage 1. Aha. Frage 1 hat sich, glaube ich, bestätigt. Mal schauen, ob es auch in den höchsten Stock geht. Da waren schon ein paar. Die haben wir schon getötet. Da geht es nicht weiter. Hm. Lass mich vorbei. Wir sind fertig. Ah, der Lift. Ah, ja. Okay. Bei mir, sammeln! Jetzt hab ich's gesehen. Das soll höchstwahrscheinlich ein Lift sein. Ja, es wird geladen. Das ist ein Lift. Antreten! Roger, auf dem Weg! Bewege mich zu dieser Stelle! Bewege mich, Sarge! Oh, Scheiße. Ich weiß. Wir haben die Krauts aus dem Aufzug umgelegt. Das heißt, sie warten wahrscheinlich oben auf uns. Ich weiß. Mein Gott, sind wir bescheuert. Ich weiß! Gut. Folgt mir! Geht dort dann in Deckung! Kommt mal wieder ein Speicherpunkt. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt. Corian! Wäre nicht schlecht. Feuer! Ich möchte nicht, wenn ich sterbe, 90% des Spiels nochmal machen. Das ist nicht mein Ziel. Ehrlich gesagt.
So. Alles klar. Wieder eine Granate. Am Anfang eher verschmäht und jetzt extrem häufig benutzt. Die Grenades. Immer diese Grenades. Komm, Köpfchen hoch. Brav. Sie gehorchen. So, komm. Für den Speicherpunkt. Corian, komm. Geht darüber. Wir tun das alles für ein höheres Ziel, für den Speicherpunkt. Gut. Hey. Hätte nicht gedacht, dass ich den mal so lobe. Die Dudes. Die Kollegas, wie auch immer man sie nennen will. Wir brauchen den Kopf. So, da liegt Antreten, was. Aber schnell. Warum wird geladen, aber nicht gespeichert? Warum? Oder ich bin einfach blind. Das kann auch sein. Dort in Deckung gehst. So, da in Deckung. Gehen wir, Männer. In Bewegung. So, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall mal mit der Aufnahmesession. Diesen Kampf seht ihr beim nächsten Mal. Je nachdem, wo der Safe State ist, beziehungsweise der Kontrollpunkt, oder ob ich jetzt dann gleich weiter aufnehme. In jedem Fall, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß mit meinen Videos. Ciao.